Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Euphard & Co. Mein Name ist Tobias und gemeinsam wollen wir uns jetzt erstmal die neue Mido Ocean Star 200 Keramik in Titan anschauen. Das Modell ist frisch bei uns eingetroffen, hat uns direkt umgehauen, muss man wirklich so sagen. Und ich würde sagen, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir schauen uns das Modell in den nächsten Minuten zusammen an. Lasst uns bitte in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Modell haltet. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns mit einem Like und einem Abo weiterhin unterstützt. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Video. So, vor uns sehen wir also die Box der Mido Ocean Star. Klassisch mit dem Mido Schriftzug auf der Vorderseite und den Rest natürlich in Orange und hauptsächlich schwarz gehalten. In Holzoptik ist auch ganz massiv das Ganze gefertigt. Unten auch nochmal mit der orangenen Akzentkante. Aber wichtig wie immer, was sich darin verbirgt. Und da haben wir schon das Schmuckstück. Schauen wir nochmal kurz hier in den Deckel. Da haben wir auch nochmal den Mido Schriftzug und auch in schwarz und orange gehalten. Einfach schön gemacht. Aber das Augenmerk sollte natürlich jetzt hier bei der wunderschönen Ocean Star 200 Keramik in Titan liegen. Hier sieht man sie jetzt schon mal so auf dem ersten Eindruck und die Uhr ist echt der Knaller. Aber ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir gucken uns die Uhr im Detail an. Los geht's. So, vor uns sehen wir jetzt das Prachtstück. Wirklich eine wunderschöne Uhr. Also die Mido Ocean Star 200 Keramik haben wir euch ja schon in der einen oder anderen Variante präsentiert. Die gibt es auch in einem wunderschönen Grün oder Blau, auch sehr gefragt tatsächlich. Preislich liegt die normale Variante bei 999 bzw. 99 Euro und hier die Titanausführung natürlich etwas teurer im Verhältnis. Die liegt hier jetzt bei 1150 Euro und wir schauen uns jetzt mal an, was hier der Unterschied ist und der ist natürlich ganz klar im Material zu finden. Wir haben generell die gleichen Gehäuseabmessungen, wie wir es bei der Ocean Star 200 Keramik haben. Das heißt, wir haben einen 42,5 mm Gehäusedurchmesser. Das ist eigentlich ein tolles Maß. Weiterhin diese wunderschöne Verarbeitung auf einem extrem hohen Niveau. Toll gefertigt. Hier auch mit einem schönen Finish. Polierte Kanten. Rest des Gehäuses dann entsprechend matt gehalten. Hier kann man es auch noch mal gut erkennen. Einen schönen Schliff drauf gesetzt. Und der Rest komplett hier matt bzw. gebürstet. Das heißt ein super schönes Finish. Das Zifferblatt auch mit dem Wellenmuster. Toll auch mit der Kombination der Keramiklünette und den runden Indizes, die hier so wunderschön auch strahlen. Ich hoffe, man kann es auch so ein bisschen sehen. Die sind toll umrandet, haben noch so einen schönen Schimmer, so ein schönes Funkeln. Also da passt wirklich alles zusammen. Lünette, selbstverständlich, wie es für einen Diver richtig ist, in eine Seite, in eine Richtung drehbar. Das passt wunderbar. Angestoßen an das bekannte dreireihige Band, natürlich in diesem Fall dann auch aus Titan gefertigt. Und auch die Kanten hier poliert und der Rest mattiert. Also optisch finde ich sie sehr schön, halt mal nicht so glänzend, wie es viele andere Modelle machen. Mündend dann hier in die Titan-Faltschließe mit integrierter Taucherverlängerung. Gerade jetzt auch bei den heißen Tagen, wir haben ja aktuell stellenweise mal eben hier bis zu 40 Grad. Es ist ganz schön, wenn der Arm dann über den Tag ein bisschen dicker wird, dann kann man hier mal eben schnell so eine Rasterung anpassen. Das ist eigentlich immer ein ganz toller Aspekt bei Taucheruhren, den man nicht unterschätzen sollte. Aber wir schauen uns das Modell weiter von vorne an. Tagdatum hier auf 3 Uhr gehalten, Mido-Schriftzug auf 12 Uhr mittig. Und dann nochmal Ocean Star und Kaliber 80 auf 6 Uhr gehalten. Die Krone ist hier mit einem Kronenschutz versehen und verschraubt. Lässt sich manuell aufziehen. Verbaut ist hier das Mido Kaliber 80, um genau zu sein das Kaliber 80.621. Mit 80 Stunden Gangreserve, wie der Name schon sagt. Ein sehr bewährtes Kaliber und
Wie gesagt, mit der Tag-Datums-Funktion lässt sich ganz bequem einstellen. Das ist man hier bei Mido absolut gewohnt. Die Qualität, die ist wirklich klasse. Tag und Datum auf 3 Uhr, wie gesagt, und der Tag dann auch zweisprachig, also Deutsch und Englisch gehalten hier in dieser Ausführung. Das ist dann auch sehr schön. Mit einem leichten Druck können wir das Ganze dann bequem wieder festschrauben und fixieren. Der Gehäuseboden, den hat man vielleicht eben schon mal einmal gesehen, der ist selbstverständlich verschraubt. In diesem Fall dann auch mit zugehörigen Schrauben. Und zwar mit 5 Punkten. Schön finde ich auch die kleinen Details hier. Wie gesagt, es ist ja eine Ocean Star und wir haben ja den Ocean Star, also den Seestern, einmal auf der Gehäuserückseite präsentiert. Also es fühlt sich einfach wertig an, trotz der Leichtigkeit. Es ist nun mal deutlich leichter als die Stahlvariante. Wasserdicht ist die Taucheruhr selbstverständlich auch, und zwar bis zu 200 Meter bzw. 20 Atmosphären. Und Leuchtmasse haben wir hier auch. Schauen wir mal, ob wir die sehen können. Jawohl, hier wunderbar am Strahlen die Leuchtindexpunkte und die Zeiger. Das heißt, wir können komplett bei Nacht dieses Modell ablesen. Und wirklich in super schöner Qualität, da passt alles. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Gehäusemaße auch einmal an. Da haben wir hier handgemessen auch einen Durchmesser von 42,4 in dem Fall. Eine Gehäusehöhe von lediglich 12,4 mm. Und der Hornabstand bei der Ocean Star beträgt 49,1. Wir sehen es gleich auch nochmal am Handgelenk. Das sind auf jeden Fall sehr angenehme Maße, haben sich aber nicht verändert im Vergleich zur Nicht-Titan-Variante. So, jetzt würde ich allerdings mal sagen, schauen wir uns das Gewicht der Titan an. Komplett mit allen Gliedern hier montiert. Und da kommen wir auf 128,79 Gramm. Also doch um einiges leichter als die Stahlausführung. Dementsprechend auch beim Tragekomfort natürlich klasse und darüber hinaus selbstverständlich auch für die Allergiker, die noch Allergie haben gegen Bestandteile vom Edelstahl. Das fällt bei Titan natürlich weg. Ne? So, jetzt seht ihr die Mido Ocean Star nochmal an meinem Arm. Ich habe ein Handgelenk von 18 bis 18,5 in etwa. Einfach angenehm. Also was sofort auffällt, wenn man die Uhr an den Handrücken legt, die Leichtigkeit, die ist wirklich sehr leicht im Vergleich zu anderen Divern. Man merkt sofort die Titanausführung. Sie trägt sich unfassbar angenehm. Also sie hat einen guten Sitz. Sie liegt gut auf dem Handgelenk. Und ich finde die Optik einfach mega gut. Ne? Also schaut euch das mal an. Ich bin gespannt, was ihr so dazu sagt. Aber ich finde so dieses etwas gräulichere super angenehm. Also der Gesamtton, wir haben natürlich die Kombination aus dem schwarz, matt-schwarzem Zifferblatt, so ein bisschen, je nach Lichteinfall, vielleicht leicht Anthrazit, aber hauptsächlich schwarz. Dann diese glänzende Keramiklünette, die das Ganze doch so ein bisschen aufwertet. Und dann das matte, leicht gräuliche Gehäuse und das Band, also das finde ich wirklich spitze. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, aber ich finde die Ausführung wahnsinnig gut gelungen. So, und damit sind wir leider auch schon am Ende zu unserem Video von der wunderschönen neuen Mido Ocean Star 200 Keramik in Titan. Wir hoffen natürlich, die Uhr und das Video haben euch gefallen. Wie gesagt, falls ihr uns weiter dabei unterstützen wollt, diese Videos zu produzieren und die Uhren mögt, dann lasst doch bitte ein Like da und abonniert den Kanal. Das hilft uns wirklich sehr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.